Jo Leute, bevor dieses Video jetzt hier losgeht, checkt gerne mal meinen Sponsor Pokestop4U aus. Mit dem Rabattcode Pookie bekommt ihr 10% obendrauf und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ja, wir beginnen die Folge ganz easy, ganz gechillt mit einem Lapras. Ja, 1400, okay. Ist okay auf jeden Fall, also extrem lucky, dass jetzt direkt schon mal hier ein Lapras kommt. Also ich steig gerade so aus der BIM aus, komm gerade so von der Schule. Trifft uns beiden so am Jakomini-Platz. Genau. Und ja, jetzt ist hier einfach mal ein Lapras direkt eigentlich am Jakomini-Platz. Wir sind so eigentlich die Ersten, die jetzt hier sich das holen. Hier hinten kommen noch schon die ganzen anderen Loser. Und klasse Wurf mit dem Curveball. Ich bin gespannt, ob es jetzt in dem Superball drin bleibt. Eins, zwei und... Ja, als ob das direkt drin bleibt, Leute. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. Schon mal ein Lapras, also wow, wenn es so weitergeht heute. Ich habe zwar nicht mega viel Zeit, es ist jetzt schon 16.30 Uhr. Ich werde auch nicht mehr allzu lange bleiben, aber die Folge beginnt einfach schon mal mit einem Lapras. Ist auf jeden Fall nice, Leute. Dafür gerne schon mal einen Daumen nach oben. Und übrigens, kauft mein Merch, Leute. Merchandise, Link in der Beschreibung, könnt ihr einfach mal abchecken. Und ich würde sagen, das war schon mal ein easy catch. Mal schauen, was wir heute noch alles so catchen. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Hier geht gerade noch ein Ei auf. Ist auf jeden Fall richtig nice. Das haben fast alle das Lapras hier bekommen. Also sogar Max. Ist ja mal was ganz Cooles. Ist ein Taubsi drin, okay. Ich bin im Moment so bei 136 Taubsi-Bonbons. Ich farm die jetzt immer so, sammle die ein bisschen, um dann immer ein paar Entwicklungen zu machen. Und ist eigentlich ganz gechillt. Ich hau einfach einen Pokéball drauf und nehme es dann einfach mal mit. Kann es direkt verschicken und habe dann bald mal wieder eine Entwicklung am Start. Und so kann man sich eigentlich easy XP erfarmen, sagen wir es mal so. Gut Leute, das Lapras war jetzt so der erste Catch von heute. Ich habe immer noch kein gutes Lapras, wenn man das so sagen kann. Hier sind meine ganzen Lapras, sage ich einfach mal so. Mein Bestes hat nur 2200 WP. Würde bestimmt auf 2400 hochgehen, aber powern will ich das jetzt auch nicht unbedingt. Was ist das für ein Noob da hinter mir? Erstmal weggehen. Jetzt laufen wir erstmal weg, das ist ja richtig low. Ja gut, das sind so meine anderen Lapras oder Lapras. Ist auf jeden Fall relativ nice. Ist jetzt irgendwie mein 10. insgesamt. Und hier ist ein Voltoball in der Nähe. Ist auch recht ungewöhnlich für Graz oder für Österreich. Generell gibt es eigentlich fast nie. Hole ich mir jetzt zwar nicht, weil ich schon 2 Elektroballs habe, aber na gut. So Leute, es ist irgendwie 20 Minuten später und... Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Hier ist einfach ein Lapras. Wir wollten gerade noch Schuhe kaufen und es ist einfach wieder am Jakomini-Platz, so 100 Meter weiter weg, ein Lapras. Wir sind halt einfach mal die Ersten. Also hier ist niemand. Ihr werdet gleich sehen, wie voll das sein wird. Aber ich klicke es jetzt einfach mal an und hoffe, dass es einen hohen WP-Wert hat. 2200, okay, also 2100 ist mein zweitbestes dann, sagen wir so. Aber, ey, 2 Lapras schon mal zum Beginn der Folge und dafür verwende ich jetzt einfach mal einen Hugo, weil ich habe sogar getroffen. Ist auf jeden Fall extrem nice, es ist extrem schwierig so mit einer Hand zu treffen, aber das sieht gut aus. Direkt im First Try drin, also im ersten Ball, ist auf jeden Fall extrem nice und ja. Ey, also einfach mal die Ersten, die sich hier in Lapras abholen mit dem Weedy, dem Loser. So, und ich verlinke euch übrigens mal seinen Kanal in der Beschreibung, der macht auch Pokémon Go Videos. Und ja, der hat glaube ich mal ein Video gemacht, was die besten Pokémon Track Apps oder so sind. Das könnt ihr einfach mal abchecken. Ja. Dann wisst ihr auf jeden Fall immer, wo die besten Pokémon hier am Start sind. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie lange es braucht, bis alle Leute, beziehungsweise viele Leute hierher raisern. Das wissen wahrscheinlich schon alle Bescheid, die sind wahrscheinlich schon alle am Weg, aber wir hatten halt das Überlack, dass wir hier am Jakomini-Platz direkt noch Schuhe kaufen wollten für mich und für Jonathan, aber ja, hat sich nicht so ergeben. Übrigens, Leute, ich habe irgendwie, also ich kann jetzt nicht mehr so gut laufen, beziehungsweise Bordfahren, ich habe eine Knochenhautentzündung. Ist schwierig zu erklären, aber... es kommt vermutlich vom Bordfahren, weil ich mit dem linken Fuß immer antauche und ich bin ja insgesamt schon bei meiner Mission Jogger schon fast 500 Kilometer gelaufen bzw. mit dem Board gefahren hauptsächlich und dadurch hat sich irgendwie meine Knochenhaut von meinem linken Schienbein entzündet und es tut extrem weh, wenn ich mich irgendwie anstrenge und ein bisschen rumlaufe oder Board fahre, deshalb... Ja, das ist extrem blöd. Das heißt, wenn mein Pokémon weiter weg ist, müsste ich mir einfach mal ein Taxi nehmen oder so. Aber hinlaufen geht halt auf keinen Fall. Ich kann einfach nur noch gehen. So, ist ein bisschen blöd jetzt, vor allem bei Pokémon Go. Aber was soll's. Ich denke mal, das heilt eh relativ schnell wieder ab. Und ja, bis jetzt ist immer noch niemand da, Leute. Wir sind einfach mal easy die Ersten. Ich habe jetzt hier in meinen letzten Fangen, also im Funddatum, zuerst Listen-Ding, 2 Lapras drin. Ja, ich glaube, ich habe jetzt 11 Lapras oder so. Ey, heute ist einfach mal der Lapras-Tag. Aerodactyls hatten wir irgendwie jede Folge so ein paar und jetzt einfach mal schon 2 Lapras.
Übrigens, wer die Folge von Dragoran noch nicht gesehen hat, ich habe ein Dragoran in meinem Garten gefangen. Einfach mal so richtig easygoing. Ich verlinke euch die einfach mal in der Beschreibung, beziehungsweise könnt ihr einfach mal abchecken auf meinem Kanal, ist die letzte Folge Dragoran in meinem Garten gefunden. Das ist auf jeden Fall krass und ja, jetzt haben wir halt zwei Lapras und hier kommen schon die ersten Leute. Ich bin der Überboss. Ja. Yeah. Ah. Wir holen uns jetzt einfach noch ein Starmie und ein Lamus ab. Sind schon zwei relativ seltene Pokémon, sagen wir es einfach mal so. Und die sind einfach direkt nebeneinander. Wir sind ein paar Autos. Aber gut, ich würde sagen, wir holen uns zuerst das Starmie, weil das ist direkt hier links um die Ecke. Und dann noch das Lamus und keine Ahnung. Also ich hoffe einfach mal, dass die guten WP-Wert haben. Und hier sollte irgendwo das Starmie direkt schon sein, oder? Hallo? Jo, Starmie ist direkt schon hier und wir könnten uns eigentlich schon auf dem Weg zum Lamus machen. 1100er Starmie ist auf jeden Fall okay, habe ich wesentlich bessere, aber was soll's. Wir gehen jetzt direkt schon weiter zum Lamus, wir müssen natürlich beides catchen hier. Und Starmie ist direkt drin, perfekt, in einem Superball, first try. Und jetzt geht's ab zum Lamus, also sind schon zwei relativ seltene Pokémon. Hier wird's auch gerade grün, perfekt, das heißt wir runnen hier erstmal rüber und getten uns noch das Lamus. Oh, gerade noch ein 10 Kilometer Ei bekommen, richtig nice, Leute. Ich habe noch ein paar 2 Kilometer Eier. Dafür verwende ich eigentlich immer den unendlichen Incubator, weil so worth it ist es dann auch wieder nicht. Und ja, Lamus haben wir noch auf der Nearby-List, müssten wir uns jetzt glaube ich ein bisschen beeilen, aber sollte auch schon jeden Moment hier irgendwo auftauchen vor mir. Jo, hier gammelt es auch schon links an der Mur, an dem Fluss in Graz, 1700 WP. Ist auf jeden Fall gut für ein Lamus. Und Leute, mein Internet, meine Flat ist endlich wieder voll, wenn man das so sagen kann. Ich hab jetzt keine Lags mehr in Pokémon Go, das funktioniert eigentlich alles flüssig und ja, das freut mich auf jeden Fall. Eins, zwei und come on. Nee, das kommt raus. Ich probiere es mal vielleicht mit einer Himi-Wäre, aber es hat 1700, ist zwar nicht das Beste, was ich besitze, glaube ich jetzt mal, aber es ist schon relativ hoher Wert. Nochmal mit einem Spinball jetzt hier mit einer Hand. Übrigens, weil es immer noch nicht alle gerafft haben, mit einer Hand ist es schwierig zu werfen. Also, ja, es ist möglich mit einem Curved Ball, mit einem Spinball, aber nicht bei einem Dragoran, was 10.000 Meter weiter hinten steht. Da werfe ich eigentlich immer gerne mit dem Zeigefinger und dafür brauche ich meine andere Hand, um mein Handy zu halten. Oder ich lege das halt auf den Boden und das mache ich jetzt hier einfach mal. Bam, genau, dann kann ich hier straight drauf schießen und das trifft eigentlich in den meisten Fällen. Schauen wir mal, ob es jetzt drin bleibt. Ne, kommt wieder raus, aber ich weiß nicht, soll ich das wirklich catchen? Ich probiere es mal, glaube ich, mit einem Pokéball, mit einem ganz normalen Pokéball. Zack, hier und wow, wow. Das ist immer noch ein ganz guter Trick, funktioniert zwar nicht immer, wenn man ein bisschen gerade am Sweaten ist, dann funktioniert das auf keinen Fall. Komm, auch mal ein ganz normaler Ball, war zwar kein großartiger Wurf oder so, aber schon mal getroffen und ich glaube, Weedy, ja, hast du bekommen. 33 WP, Leute. Richtig nice, meins bleibt nicht drin, hat 1700. Ah, das ist schon nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich habe sogar ein besseres. Also Lamus habe ich schon extrem viele. Ich habe, also Fleckmons, wenn man so mal an der Mu entlang fährt, dort sind relativ viele in Graz zum Beispiel oder hin und wieder mal an einem Lokmodul, aber ich glaube, ich habe schon 6 Lamus oder so und das sollte drin sein, oder? Ja, perfekt, Lamus gefangen. Somit bis jetzt zweimal Lapras, ein Starmie und ein Lamus in dieser Folge. Das nenne ich mal ordentlich, also kann eigentlich nicht besser laufen. Vielleicht noch ein Glurak oder so, habe ich auch noch nie wild gesehen bzw. gefangen, aber na gut, hier ist auf jeden Fall Traumato-Nest of Doom am Start. Jo, wir fangen bestimmt jetzt noch einen Drago an, oder? Let's go. Hier ist einfach mal am Kameliteplatz ein Ponita am Lokmodul gespawnt, ist auch mal ganz nice. So, schauen wir mal. Ponita hat 300 WP, wow, ist ja extrem nice. Vielleicht habe ich dann genug Bonbons, dass ich noch einen Galoppe machen kann. Ich glaube, ich habe schon 3 Stück, aber gut, das fange ich jetzt erstmal und es kommt direkt raus und verpisst sich direkt. Alles klar, oder? Wahrscheinlich. Irgendwo war noch ein Evoli, glaube ich. Okay, das ist jetzt irgendwo anders, keine Ahnung. Was war denn das jetzt? Ich schaue jetzt mal, wie viel Bonbons ich noch brauche für ein weiteres Galoppe. Ja, okay, ich habe 25 Bonbons, also braucht doch noch eine Weile, bis ich ein weiteres Galoppe machen kann. Aber gut, wir chillen jetzt einfach mal im Kameliteplatz, so seit langem mal wieder. Mache ich eigentlich nicht so mega oft, weil es nicht so krass ist, aber es ist hier ja mal ein Turtuk gespawnt, ein Relaxo und irgendwie ein Lapras oder so. Also kann schon geiler Stuff im Lokmodul spawnen und ja. Okay. Ich fange jetzt hier einfach noch ein Over, dass ich mein Kokowai ein bisschen powern kann. Und irgendwo sollte ein Dragonier und ein Dratini direkt nebeneinander sein. Das holen wir uns einfach auch noch gleich. So, großartiger Wurf. Ich finde es immer so lustig, wenn wir nur kurz irgendein kleines Pokémon holen, auch wenn es ein Over ist, und einfach alle mitlaufen, weil sie denken, irgendwas Cooles ist hier, aber nö, nur ein Over. Na gut, das haben wir jetzt schon mal gefangen.
ist auf jeden Fall ziemlich cool und das kann ich direkt eigentlich verschicken und somit mein Kokowai noch mal ein bisschen powern. Da schauen wir einfach mal in meine Top-Liste. Ich habe Kokowai gerade auch als mein Buddy festgelegt und ja, das können wir jetzt einfach mal powern. Zack, einmal. Und das ist fast Max, 2500 fast. Okay, das ist jetzt mein Kokowai. Wir holen uns jetzt einen Dragonier und einen Dratini. So, ein Ei geht hier gerade noch auf. Ich hoffe mal, dass wir das Dratini auch noch bekommen, weil es irgendwie so eine Veranstaltung am Hauptplatz gewesen ist. Deshalb sind wir jetzt nicht durchgekommen. Aber hier ein Fukano aus dem Ei, 733 UK. Ist okay, aber gut, noch ein Ei. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir das Dratini auch noch erwischen. Nee, was ist das für ein Loser? Jetzt muss es mal grün werden. Bonita auch noch aus dem Ei. Richtig schön. Das heißt, das kann ich bald entwickeln und noch ein Ei. Nein, wow. Dragoran, nennt. Nein, oder? Ein Dragoran? Nee, nee, warte, das ist hinterm Hauptbahnhof. Schaffen wir das? Hinterm Hauptbahnhof. Och, kacke. Noch ein Sandarm. Ey, Leute. Dragoran. Aber Dragonier ist noch auf der Nearby List. Ich glaube, Dratini ist schon mittlerweile despawned. Dann holen wir uns einfach mal das Dragonier. Das ist jetzt mal nicht grün, sondern rot. Nee, es ist grün. Fast. Erstmal schön in die falsche Richtung gefahren, aber hier sollte das jetzt irgendwo sein, oder? Ich weiß nicht. Come on. Da fahren wir fast ein Fahrrad rein. Ist auf jeden Fall auch richtig nice. Hä, wo ist das jetzt? Wow, Kamikaze-Boy. Ja, okay. Dragonier holen wir jetzt einfach mal. Wir probieren jetzt mal das Dragoran zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich fahre jetzt halt mit einem Board von einem Kollegen. Hat er mir so geliehen. Matthias. Keine Ahnung, ob der das jetzt haben will, aber ich fange jetzt erstmal das Dragonier. Hat nur 800 WP, aber für die Bonbons kann man das schon mal machen. Eins, zwei und... Ne, kommt wieder raus. Ich probiere es einfach mal mit einer Himbeere und dann mit einem Superball. Aber es ist nicht so mega wichtig, dass es jetzt drin bleibt. Dragonier ist hier. So, und es hat halt nur 800 WP, aber getroffen schon mal. Jetzt muss es mal grün werden. Dann, ich bin gespannt, ob wir das Dragoran bekommen. Ey, das wäre so crazy. Shit, ich kann auch null mit dem Board fahren. Ich sollte mich eigentlich nicht so anstrengen, sagen wir so, mein Fuß, weil der fast stirbt. Aber oh, was soll's, egal. Ciao, Fuki. Tschüss, danke. Ey, ich bekomme das Dragonier nicht und es haut ab. Es haut ab. Die fahren hier irgendwo hin. Ich brauche ein Taxi. Noch ein Ei, okay. Bitte. Come on. Taubsi, okay. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein Taxi, weil sonst schaffe ich das nicht. Kein Plan. Na gut. Ich gucke, weit einen Momor gefunden. Ich hoffe mal, dass ich jetzt noch bekomme. Planänderung. Kein Taxi, kein Dragoran, ein Turtok. Ey, yo, das schaffen wir niemals. Hier geht noch ein Ei auf. Selbstmord, wenn wir jetzt hier rüberlaufen. Nidoran. Ey, das geht sich so safe nicht aus. Es ist noch auf der Nearby-List. Oh mein Gott, wenn wir das noch schaffen. Oh mein Gott, Leute. Ey, Tryhard Mode. Hier vorne links. Bitte. Come on. Ich hoffe mal, dass das jetzt die richtige Gasse ist. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt bekommen. Come on. Hier geht's bergab. Ach du Scheiße, wir werden sterben. Es ist immer noch auf der Nearby-List. Es muss hier irgendwo sein. Es muss hier irgendwo sein. Come on. Come on. Come on. Spawn jetzt. Turtok. Nein. Oh mein Gott. Come on. Ist noch auf der Nearby-List? Ey, nee. Das kann nicht sein. Es spawnt nicht, Es ist auf der Nearby-List, es spawnt aber nicht. Nein, oder? Es ist noch hier! Oh mein Gott, wir bekommen es noch! 1700 WP, 1700er Turtok. Lol, Swag, MLG. Es ist gerade 10 Minuten gespawnt wieder. 10 Minuten noch einmal? Lol, wir hatten richtig Luck, das ist wahrscheinlich gerade despawned. War aber einfach mal ein Double Spawn. Okay, ist noch hier. Ey, ich muss das jetzt bekommen, Leute. Ist einfach ein Double Spawn. Das ist so lucky, dass es zweimal hier spawnt. Und jetzt probiere ich es mal mit einem Curved Ball. Ey, ich habe da so die geile Halterung auf meiner Kamera. Jetzt wehrt es natürlich ab. Ach du Kacke. Schon wieder. Ist ein Hyperball. Also, ich habe nicht mehr so viele davon. Ich dürfte jetzt nicht so viel wasten. Aber schon mal ein klasse Wurf. Das passt ja schon mal ganz gut. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es drin bleibt. So, 1700 WP. Das ist so stark. Und nein, mein Internet. Was? 1700, ja. Mein Internet geht nicht. Nein! Leute, was ist das? Ey, was soll ich machen? Nein! Ist noch 10 Minuten da irgendwie. Fehler! Was? Fehler! Was? Nein. Es kommt nicht mehr. Ey, nein. Ja! Nein.
Nein, Leute. Bitte, 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 bitte. Es ist noch da. Komm, bitte. Bitte, 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 bitte. Ey, ich schwöre, wenn das jetzt weg ist, ich bin so hart abgefuckt. Es ist noch da. Und es müsste eigentlich den gleichen WP-Wert haben. Wenn nicht, dann bin ich natürlich am struggeln. Aber gut, es ist noch da, Leute. Was war denn das jetzt gerade? Einfach mal ein Fehler, easy going. Das Raguan hätten wir niemals bekommen irgendwie. Ist uns gerade klar geworden. Vielleicht mit einem Taxi oder so, aber es war einfach nirgends eins. Und ich bin jetzt mit dem Board gefahren, habe meinen Fuß zerstört. Es kommt raus. Ist auch noch hier. Es hat so einen hohen WP-Wert, Leute. Ich muss das jetzt bekommen. Okay, der Kreis war extrem klein. Es war jetzt nur ein Superball. Aber ich habe natürlich immer noch die Chance, dass es drin bleibt. Eins. Nein. Bleib hier. Ich schwöre, wäre das direkt rausgekommen. Nochmal, sehr schöner Wurf auf jeden Fall. War zwar kein großartiger, aber immerhin getroffen mit dem Superball ohne Himbeere. Kommt wieder raus. Ist noch hier. Ey, jetzt kommt bei jedem Mal raus. Die haben einfach schon keine Pokebälle mehr. Wir müssen jetzt zu einem Pokestop laufen. Und hier ist wahrscheinlich weit und breit keiner. Deshalb, na gut, wünsche ich denen auf jeden Fall Glück. Es kommt jedes Mal direkt raus. Beim ersten Mal kommt es jedes Mal raus. Ich probiere es jetzt mit einem Pokéball. Ich mache das unmöglich jetzt möglich, Leute. Ohne Himbeere, einfach ein stinknormaler Pokéball. Das müsste ich dafür mal treffen. Ich bekomme irgendwie immer Spin rein, aber jetzt großartiger Wurf. Wenn das ist drin, bleibt eins. Okay, Leute, Pokéball mit Himbeere. Wenn das ist drin, bleibt großartiger Wurf. Ich muss halt alles ausprobieren, weil es kommt wirklich aus jedem Ball gerade raus beim ersten Mal. Zwei. Okay, es kommt wieder raus. Hilf was? Ja, mache ich gerade. 1700 WP, das bleibt einfach nirgends drin. Ja. Oh, okay. Hyperball ohne Himbeere, jetzt triff ich natürlich nicht. Ich probiere es nochmal mit einem Spinball. Das ist ganz easy eigentlich mit dem Daumen. Großartiger Wurf. Bitte, das muss jetzt drin bleiben, Leute. Das ist so ein hohes Turtok. Das ist unglaublich, Leute. So, es kommt wieder raus. 1700 WP. Es ist noch hier, das ist ja ganz gut. Probier es nochmal Himbeere und Hyperball, aber irgendwann muss es ja drin bleiben, oder? Ich habe keine Pokebälle mehr. Max hat es bekommen, oder? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Hat es noch nicht, okay. Es kommt wieder raus. Es kommt bei jedem Ball beim ersten Mal raus. Was soll ich noch probieren? Ich probiere jetzt Himbeere und Superball nochmal, aber ich habe, glaube ich, schon 10 Hyperbälle oder so verworfen gerade. Okay, getroffen schon mal. Es ist wirklich schwierig jetzt so mit einer Hand, das irgendwie hier gut zu treffen jetzt mit einem großartigen Wurf oder so. Direkt wieder raus. Es ist aber noch hier. Ey, was soll ich noch probieren, Leute? Was soll ich einfach noch probieren? So. Ich habe jetzt wirklich schon alles ausprobiert. Pokéball mit Himbeere, ohne Himbeere, Superball, Hyperball, alles mögliche. Come on, bleib jetzt einfach drin, bitte. Eins, nee, schon wieder raus. Es ist aber noch hier. Ich schwöre, wenn das abhaut, ich glaube, ich würde so hart weinen. Ja, machen wir einfach nochmal einen Pokéball, oder? Ey, bitte. Eins, zwei. Nee, kommt raus. Es ist aber noch hier. 1700. Es ist so low, Mann. Bleib doch jetzt drin. Was soll ich noch probieren? Ich habe einfach schon alles probiert. Alles Mögliche. Hyperbälle extrem wie 1700 WP. Das ist einfach so hart Maximum, Leute. Es kommt wieder raus. Bleib hier. Ey, ich glaube, Max hat das gleiche Problem. Es bleibt einfach nicht drin. Oh, Leute, ich habe gerade den perfekten Spot gefunden, wo ich das abstellen kann. Jetzt probieren wir es nochmal mit allem Möglichen. So, großartiger Wurf jetzt mit einem Hyperball, Leute. Jetzt bleib einfach drin, come on. Kommt wieder raus. Bleib hier. Es bleibt hier. So, was habe ich noch nicht probiert? Ich habe alles schon probiert, oder? Ich glaube, Superbälle habe ich noch nicht so oft probiert. Also, da habe ich noch die Chance, dass es irgendwie drin bleibt. Der Kreis war extrem groß. Ist egal, klasse Wurf. Vielleicht bleibt es jetzt drin. Eins. Das kommt jedes Mal beim ersten Mal raus. Ich weiß nicht, was ich noch probieren soll, Leute. Superball. Masterball gibt es ja leider noch nicht. Oh, der war's. Und ja, klasse Wurf, ey. Ohne Himbeere jetzt. Eins. Ich sage, kommt raus. Ne, zwei. Bleib hier. Leute, was soll ich noch probieren? Pokéball habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Also ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, getroffen. Hallo? Ich dachte gerade schon wieder, mein Internet hängt sich irgendwie auf. Aber komm, eins. Jetzt bleibt es zweimal und dann kommt's raus. Ne, kommt wieder raus. Es ist immer noch hier. Ich verbrauche alle meine Hyperbälle und den ganzen Shit. Ey, komm, nochmal ein Pokéball. Der Kreis war natürlich extrem groß. Klasse Wurf. Was soll's? Das Blatt ist hier irgendwie ein bisschen im Weg. Egal. Eins. Kommt wieder raus. Ich schwöre, wenn wir das weglaufen, 1700 WP, das ist einfach so krass. Probieren wir es nochmal mit einem Hyperball. Oh, der ist klein. Kreis war zumindest klein. Es war zwar kein großartiger Wurf oder so, aber der Kreis war klein. Und es soll ja irgendwie die Fangchance erhöht werden durch das. Aber nee, ey. Komm, ich probier's nochmal mit dem Hyperball. Ich verbrauche einfach jetzt alle Hyperbälle so. Und dann am Ende fange ich es einfach mit einem normalen Pokéball. Ey, komm! Jetzt eins. Mal einen Daumen hoch. Ja, sowieso. Oh, ich dachte ja schon. Nochmal ein Superball ohne Himbeere. Ey, Leute, warum bleibt es nicht drin? Ich kann halt nichts anderes machen, als alles auszuprobieren. Und irgendwann. How could this happen to me?
Leute. Ich springe jetzt hier in diesen Fluss hinein. Ich habe gar kein... Ey, warum, Leute? Warum? Nein, Mann. Nein. 1700. Ich glaube, Max Science ist auch gerade abgehauen. Ey, das ist so scheiße low, Leute. Das ist so scheiße low. So, ich glaube, ich springe doch nicht in den Fluss. Aber... Mann. Leute. Leute. Okay, Tagebuch. Turtuk ist geflüchtet. 1739 WP. Ja, Leute, das war's jetzt mit dieser Folge Pokémon Go. Ich hab gar keinen Bock mehr, Max ist auch abgehauen. Ey, was soll... Ey, das wäre so ein fucking geiles Turtuk gewesen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich habe nämlich schon ein Turtuk, das hat 1400 oder so. 1600, okay? Und das ist fast maxed. So, 1700 wäre noch ein besseres. Aber nee, es haut ab. Ja, Leute, ey, ich weiß nicht, was sollen wir machen? Leute, doch noch nicht das Ende der Folge. Ich bin jetzt gerade so mad. Ich muss jetzt einfach dieses Turtuk auf 1739 bringen. Dann ist alles top. Dann tun wir so, als hätte ich das gefangen, genau. Wow, Leute, gerade eben noch das Turtuk gefangen. Richtig, richtig geil. Ey, ich power das jetzt durch. Ist mir egal, Leute. Ist mir egal, was ihr jetzt dazu sagt. Wie unnötig das ist. Es ist gerade so hart belastend. Also no joke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Wenn so ein gutes Pokémon abbaut, ist es schon... Also, es tut schon weh, ja. Es tut weh. So. Ich glaube, das passt jetzt auch. 1900 sollte drin sein, genau. 1900er Turtuk gerade eben so ungefähr gefangen. Checken wir mal kurz den IV-Wert. Keine Ahnung. Ach so, auch ganz gut, ja. Hat sich gelohnt, okay. Ich habe jetzt doch das Turtuk gefangen. 1912 WP. Richtig nice. Ich würde sagen, das war's. Bis dann, Leute. Ciao.